Hallo, mein Name ist Christian Freisleben. Ich bin an der Fachhochschule St. Pölten zuständig für das Projekt Inverted Classroom und auch für die Vorbereitungen zum Tag der Lehre, wo wir zwei Gäste auch dabei haben aus dem Bereich der Logopädie. Bitte sich kurz vorzustellen, bitte Frau Jungwirth. Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Angelika Jungwirth. Ich bin Studiengangsleiterin am Studiengang Logopädie und meine Schwerpunkte sind Mehrsprachigkeit und die Demenz. Frau Muhr. Grüß Gott, mein Name ist Doris Hummer. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bachelorstudiengang Logopädie und meine Schwerpunkte sind der kindliche Spracherwerb, Spracherwerbsstörungen, dann logopädisch-pädagogische Themen und ich bin die Koordinatorin der Lehrpraxis. Okay. Wie wird Ihr Beitrag beim Tag der Lehre ausschauen? Worum wird es gehen? Ja, wir haben auch gemeinsame Themen, die Kollegin Muhr und ich, und wir beschäftigen uns eben mit dem Thema, wie theoretisches Wissen in kompetentes Handeln umgewandelt werden kann. Wir Das sind heißt, ja in einem therapeutischen Beruf tätig und uns ist besonders wichtig, dass die Studierenden nicht nur theoretisches Wissen anwenden können, sondern auch fachpraktische Kompetenzen umsetzen. Und wir haben uns über Jahre hinweg immer wieder die Frage gestellt, wie wir das am besten vermitteln können, damit wir unsere Studierenden von sogenannten Novizinnen zu Expertinnen machen können. genau, also wir widmen uns einem Modell, wo wir den Weg der Novizinnen zu den reflektierten Expertinnen beschreiben. das ist cool. Und auf welche Weise werden Sie das den Teilnehmenden beim Tag der Lehre näher bringen? Wir haben dann noch ein weiteres Modell gesucht in der Literatur und dieses ALAKT-Modell gefunden. Und wir beschreiben in unserem Vortrag dann eine Selbstreflexionsspirale, wie man sie ungefähr so vorstellen kann, also die Selbstreflexionsspirale, die den Studierenden, Moment, am Weg vom Novizen zum reflektierten Experten, zur reflektierten Expertin begleitet. Die Kollegin Muhr wird noch ein bisschen was zur Selbstreflexionsspirale sagen. Ja, und weil Sie auch die Frage gestellt haben, wie wir das darbieten, wir werden vor allem praktische Beispiele aus dem Studiengang Logopädie bringen, die diesen Reflexionsprozess, wie Frau Jungwirth schon gesagt hat, im Rahmen des ALAKT-Modells darstellen. Das heißt, wir werden Einblick in den praktischen Alltag der logopädischen Lehr- und Forschungspraxis an der Fachhochschule Wiener Neustadt geben. Ja. Okay. Und so eine wichtige Botschaft, die ich mir als Teilnehmende mitnehmen kann aus Ihrem Impuls, wäre was? Der Impuls wäre, es ist nicht genug zu wissen, man muss es auch anwenden. Und es sind eben nicht die Jahre, die ein Studierender im Studium verbringt, die ihn irgendwie zum Experten machen, sondern es ist vielmehr das Auseinandersetzen mit dem eigenen Tun, das Hinterfragen des eigenen Tuns und so die Kompetenzsteigerung zu ermöglichen und zu erreichen. Schlusswort von der Frau Muhr in diesem Zusammenhang. Also, wir werden versuchen, den Vortrag möglichst praxisnah zu gestalten, um wirklich diesen Einblick in unseren Alltag zu geben und um auch Studierenden wie auch vielleicht Praxisanleitern, aber auch Unterrichtenden eine Möglichkeit zu geben, wie sie gerade in therapeutischen Berufen Theorie und Praxis miteinander verbinden können. Wunderbar, dann freue ich mich auf den Tag der Lehre und auf Ihren Input. Wir freuen uns auch. Danke. Ja, vielen Dank.